Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass Sie heute zu unserer Veranstaltung zugeschaltet haben. Wie Sie sicherlich wissen, haben Herr Krüger, Herr Tewes und ich kürzlich das Buch Budgetverhandlungen und Finanzierung von Psycheinrichtungen herausgebracht. Wir wurden dabei von vielen Autoren mit tollen Beiträgen unterstützt und möchten Ihnen heute gerne die Inhalte ein bisschen näher bringen und darüber diskutieren, wo wir Probleme sehen, welche Lösungsideen es vielleicht gibt und wie man die Systeme künftig besser aufeinander abstimmen könnte. Wir haben ja dieses Buch geschrieben, weil wir gesehen haben, dass wir da sehr wenig Veröffentlichungen haben zum Thema Budgetverhandlung, Finanzierung von Psycheinrichtungen. Wir machen ja auch sehr viele Seminare zu diesem Thema, viele Veranstaltungen. Und wir wurden immer wieder gefragt, was man denn da im Grunde dazu lesen kann. Und es gibt natürlich auch viele Bücher und Kommentare zur Finanzierung von Krankenhäusern. Aber das Thema der Psycheinrichtungen, die werden immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Irgendwie sind dann irgendwie immer als Anhängsel immer fünf Seiten, wo denn erläutert ist, was anders ist bei Psycheinrichtungen. Sondern die somatischen Häuser dominieren natürlich dann auch dieses Feld. Und deswegen haben wir uns ja ein bisschen das Ziel gesetzt, auch da nochmal gerade den Bereich der Psycheinrichtungen nochmal deutlich in den Vordergrund zu stellen und eigentlich eine Handlungsanweisung zu geben und Hilfestellung zu geben, wie man Budgetverhandlungen vorbereitet, aber auch natürlich mit vielen einführenden Texten, wie sich Psycheinrichtungen überhaupt finanzieren. Deswegen mussten wir so ein bisschen den Spagat auch hinbekommen, ein bisschen Einführung auch in die Finanzierung von Einrichtungen für diejenigen, die nicht so viel mit Finanzierung zu tun haben, also eher so vielleicht im Fokus auch ärztlich-therapeutischer Bereich. Und natürlich auch wollen wir die bedienen, die im Grunde dann Verhandlungsprofis sind und im Grunde dann natürlich drin sind in den Themen und auch dort auch ein bisschen Hilfestellung dann im Grunde auch bieten. Deswegen haben wir im Grunde, glaube ich, einen bunten Strauß von Themen auch dort zusammengestellt. Und ich möchte im Grunde ja eigentlich so ein bisschen einführen in das Thema, dass wir dieses Thema Budgetverhandlungen und Finanzierung von Psycheinrichtungen ein Thema ist, die uns natürlich jetzt gerade vor dem Hintergrund dessen, was uns erwartet in der Zukunft, ein ganz großes Thema ist. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen, in welchem Zeithorizont wir stehen. Wir stehen 5,5 Monate vor der Scharfstellung der PPPRL. Als die Richtlinie 2019 in Kraft getreten ist oder in Kraft gesetzt wurde, da war 2023 noch sehr weit weg oder 2024. Aber jetzt stehen wir 5,5 Monate vor der Scharfstellung und die Scharfstellung erfolgt natürlich über die Sanktionen und die Strafzahlungen, die im Moment im Raum stehen, ab dem 1.1.2023. Und wenn man natürlich jetzt keine Budgetvereinbarung hat und wir wissen, dass wir in einigen Bundesländern noch keine Budgetvereinbarung für das Jahr 2020 haben und viele noch nicht mal eine Budgetvereinbarung für 2021 und 2022 ist noch in weiter Entfernung, dann ist das natürlich schon ein Thema, was ja im Grunde einem schon ein bisschen auch mit Sorge einfällt. So ein Thema oder die Verhandlungen überhaupt müssen gut vorbereitet sein. Denn das Schiedsstellenverfahren kann man nicht erst dann entscheiden, einleiten zu wollen, wenn quasi das Kind bereits im Brunnen liegt und die Budgetverhandlungen gescheitert sind, sondern man muss bereits im Zeitpunkt, in dem man sich auf die Budgetverhandlungen des Vereinbarungszeitraums oder auch bereits auf die Budgetverhandlungen im Rahmen der strategischen Vorbereitung, die Budgetverhandlungen der folgenden Jahre vorbereitet oder darauf einstimmt, muss man überlegen, ob man in diesem Jahr Themen hat, die die Gefahr bergen, möchte ich mal sagen, dass man sich mit den Kostenträgern nicht wird einigen können und man eventuell tatsächlich einen Dritten engagieren muss, der einem da hilft zu einem Budgetabschluss für das entsprechende Vereinbarungsjahr zu kommen. Wenn man in dem Rahmen der Vorbereitung der Budgetverhandlungen festgestellt hat, dass es möglicherweise gerade wie zum Beispiel im Jahr 2020, wenn nicht gerade Corona gewesen wäre und sowieso alles über den Haufen geworfen hätte,
oder jetzt auch in den Jahren, nachdem vielleicht Corona nicht mehr die großen Auswirkungen hat, wir hoffen, dass es solche Jahre wieder geben wird, man eben im Rahmen der Budgetverhandlungen neue Tatbestände, neue Rechtsgründe oder neue Rechtslagen hat, die umgesetzt werden müssen, da bereits abgesehen hat, dass man eventuell mit den Kostenträgern sich mit etwas auseinandersetzen müssen, dann muss man dies tatsächlich gut vorbereiten und entscheiden, ob man das möchte. Denn man muss es ganz klar sagen, die Schiedsstelle oder der Gang in die Schiedsstelle ist der Anfang eines langen, meistens auch erfolgreichen Weges, der allerdings das eine oder andere Jahr tatsächlich dauern kann. Denn man muss es ganz klar sagen, die Schiedsstelle ist zwar primär ein Streitschlichtungsorgan und ein guter Vorsitzender versucht auch, jetzt vielleicht mal abgesehen von Rechtsfragen, noch Einigungen zu erzielen und gibt rechtliche Leitplanken oder rechtliche Rahmen vor, sodass die Parteien auch aus dem Schiedsstellenverfahren noch mit weiteren Einigungen oder Teileinigungen tatsächlich herausgehen können. Aber wenn es eben Rechtsfragen sind, dann kann man die ja nur mit Ja oder Nein beantworten und dann wird eine der beiden Parteien unglücklich sein. Das heißt, nach dem Schiedsstellenverfahren ist noch lange nicht Schluss. Ja, ich freue mich auch mal, die Sicht der Wirtschaftsprüfer in diesem Zusammenhang persönlich darlegen zu können. Im Prinzip kann ich ja auf den Punkt von Frau Moll auch und auf ihr, den Sie ja auch wieder hervorgehoben haben, Herr Günther, darauf eingehen. Die wirklich stringente Dokumentation und Nachweisung von Unterlagen ist ein A und O und hilfreich, auch um eben aus Ihrer Sicht als Kliniken die Anforderungen der Wirtschaftsprüfung zu erfüllen. Die Wirtschaftsprüfer hat ja auch Herr Teves eingangs schon erwähnt, dass die Testate der Wirtschaftsprüfer zunehmend ihre Unabhängigkeit und ja, Verwertbarkeit in Frage gestellt würden von den Kassen. Das nehmen wir zur Kenntnis und müssen auf der anderen Seite ja konstatieren, dass der Gesetzgeber uns zunehmend mit weiteren Sachverhalten in der Prüfung beauftragt, was dann natürlich schwer zusammenpasst. In der Psychiatrie hält sich das ja noch in Grenzen, unser Beitrag mit Testaten. Wir haben ja hier konkret bei Ihnen ein großes Thema, das ist die Testierung des Psychpersonalnachweises, die sich ja aus dem Gesetz, aus § 18 Absatz 2 ergibt, dass Sie eben als Krankenhaus zunächst einen Nachweis zu erbringen haben, welches therapeutische Personal im IST eingestellt gewesen ist und welche Kosten dafür angefallen sind. Und Sie haben eben zusätzlich zu dem Nachweis, den Sie erstellen, eine Bestätigung von uns als Jahresabschlussprüfer über die zweckentsprechende Mittelverwendung vorzulegen. Konkret heißt es ja im Gesetz, dass nachzuweisen sind die vereinbarte Stellenbesetzung, die tatsächlich jahresdurchschnittliche Stellenbesetzung, gegliedert nach Berufsgruppen, also sozusagen hier die Gegenüberstellung, vereinbart und tatsächlich, und den Umsetzungsgrad der personellen Anforderungen, in Klammern der PPPRL. Dieser Nachweis ist bis zum 31. März vorzulegen. Wir erleben es in der Praxis, dass das eher selten erfolgt bis 31. März. Es gibt ja die reguläre Nachfrist bis 31. Mai. Und unsere Erfahrung ist, dass die von den meisten Kliniken genutzt wird, weil der 31. März ist gerade auch in Verbindung zu ja, Nachweis von Kosten und vielleicht auch Stand einer Abschlussprüfung relativ frühzeitig.